Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute erkläre ich dir das schriftliche Subtrahieren mit Zehnerübergang. Beim schriftlichen Subtrahieren mit Zehnerübergang muss man wissen, dass es zwei Verfahren gibt. Das Abziehverfahren und das Ergänzungsverfahren. Ich zeige hier das Abziehverfahren. So, auf geht's. 763 minus 424. Und man erkennt schon, wir haben einen Zehnerübergang. So, und jetzt geht's los. 3 minus 4, das geht nicht, also hole ich mir den Zehner. Den schreibe ich hier unten hin, deswegen lasse ich auch immer die Zeile frei. 13 minus 4, das geht jetzt, und das sind 9. Nun kommt der nächste Schritt. 6 minus, und jetzt wird's wichtig, weil jetzt kommt die kleine 1 dazu. Und jetzt ist es 6 minus 3. Und 6 minus 3 sind 3. Und der letzte Schritt ist dann der 100er. 7 minus 4 sind auch 3. Und das Ergebnis wird 2 mal unterstrichen. So, zweite Aufgabe. 423 minus 351. 1 den Strich drunter, eine Zeile freilassen und auf geht's. 3 minus 1 sind 2. 2 minus 5, das geht nicht. Also muss ich mir den 1er holen, beziehungsweise hier den 100er. Und dann heißt die Aufgabe 12 minus 5. 12 minus 5 geht, das sind 7. Und nun haben wir den Fall, dass hier steht 4 minus 4. Man darf jetzt hier eine 0 hinschreiben, aber das tut man nicht. Also ist die Aufgabe fertig. Und man unterstreicht die 72. Okay. Natürlich geht das Ganze auch mit größeren Zahlen. Und das zeige ich hier. 13.751 minus 9.746. Ich unterstreiche wieder und lasse dabei eine Zeile frei. Und nun beginne ich wieder hinten. 1 minus 6. Das geht nicht. Also hole ich mir den Zehner. 11 minus 6. Das geht. Und das sind 5. Weiter geht's. 5 minus 5 sind 0. 7 minus 7 sind auch 0. 3 minus 9, das geht nicht. Also hole ich mir die nächste Zahl und jetzt habe ich 13 minus 9, das geht und das sind 4. Und hier 1 minus 1 sind 0, die schreibe ich aber gar nicht hin. Und schon bin ich fertig und unterstreiche das Ergebnis 2 mal. Okay.